Frustsaufen. Hab mir fettarm griechischen Joghurt noch geholt. Ich habe 10% griechischen Joghurt im Kühlschrank stehen, weil ich einen Kuchen backen soll. Ach stimmt, ich muss morgen Kuchen, übermorgen Kuchen backen. Und da kommt griechischer Joghurt rein. Deswegen habe ich so welchen geholt. Ich habe jetzt hier übrigens das... Moment. San Miguel. Exploring the World sind 1890. Premium Special Original Lagerbier. Desde 1890. Irgendwas Spanisches oder sowas. Oder Mexikanisch. Italien. Spanien. 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 Exploring the World. So. Ich fahre jetzt erstmal eine Runde. Oh, guck mal hier. Überrunden sie mich schon. Das ist jetzt natürlich blöd. Jetzt habe ich sie trotzdem wieder vor mir hängen. Pisser. Bisschen zu lange gewartet, wa? Das sind 2 Sekunden da oben, ne? Das ist ein kleiner Fail, ja. Da sagen sie was. Aber jetzt ist kein Fail mehr. Jetzt habe ich den überholt. War ein kleiner Ansporn, sehr gut zu fahren. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob man hier durchziehen kann, aber ich glaube nicht. Ey, warum bin ich jetzt 2 Sekunden besser als vorhin? Ja gut. Alles klar. Jetzt kann ich auch mein Bier trinken. Das ist komisch. Das ist alles komisch. Moment, ich muss jetzt erstmal gucken, wie lange das hier überhaupt noch haltbar ist. Weil das andere war im Februar, war das abgelaufen. Das hier ist... Müsste eigentlich noch haltbar sein. Ja, bis 22 noch. Weil das... Hat Dennis, glaube ich, mal irgendwie zu Weihnachten oder so mitgebracht. Das ist sehr herb. Gut, dass das nur so eine kleine Dose ist. Achso, wir wollten ja hier noch das... The Alien Schild. Müssen wir ja noch machen. Und dann kriegen wir so ein Dreckslevel in der Dunkelheit. Aber wir wollen uns ja das Schildchen angucken. Ja. Mein Gesichtsausdruck bei quasi jedem Bier. Speeding enforced by Sheriff Neocortex mit Sonnenbrille und einem Sternchen, einem Sheriff-Sternchen. Mit seiner Unterlippe. So, bleiben wir hier. Entropy Oil.
Ja, da hat er noch seine alte Nase. Die haben sie irgendwie hier in dem neuen Teil, also im Remake, haben sie die irgendwie, weiß ich nicht, zu so Zinken gemacht. Da ist er so eine Hexennase im alten, im Original. Und hier ist er so eine komische Knoll-Kartoffel-Zinken-Nase. Machen wir hier. Re-elect Mayor Neocortex. Okay. Nasen-OP. Cortex macht Duckface. Oh. Jetzt gibt es keine mehr, weil da vorne ist, glaube ich, schon. Da ist es schon soweit. Ach, guck mal hier, Dingo Steiner. Das ist auch das, was hier, ne? In the vierten Teil. Ach, Moment, das kommt gar nicht, das Dunkelheitslevel. Ist das das Coco-Level? Das sah so danach aus, ne? Das ist so ein wundervolles Level. Ja, da ist ein Vogel in das Schild geflogen. Okay. Schön. Das Emoji passt so gut dazu, ne? Horror ist angesagt. Kollektiver Vietnam-Flashback. Ich weiß, mir fehlt noch da vorne die eine Kiste mit dem Sprungding. Ich drücke jedes Mal Quadrat wie eine Bekloppte, ne? Hallo Tobi Potato. Zu bremsen. Aber es hat... Hat es eine Bremse? Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt eine Bremse hat. Ja, das Relikt ist hier kein Problem. Aber alle Kisten zu holen ist halt mega anstrengend. Auch ohne Dings. Ohne Glitch ist das kein Problem. Oh. Weil die Insel mich weggebumst hat. Ja, X an Tippen, 5 Kilometer fahren. Exactly. Und mir fehlt ja auch dieses Rum, wenn man über die Schanze drüber fährt. Oder defekte Bremse. Ich hätte stehen bleiben sollen. Ich hätte einfach stehen bleiben sollen. Warum ist das so eine Behinderte? Die böse Coco dich anschaut, wenn du in eine Bombe fährst, als ob es deine Schuld wäre, dass die Kontrolle des Jets ist. Die könnte wenigstens ein bisschen drücken, Date warten, ich bin mitten gebumse. Alles so true. Ansonsten, wie geht's euch allen denn so? Mir geht's supi. Hier gleich einen afrikanischen, echt.
So. Ich hätte gern einen Checkpoint. machen wir mal hier hinten weiter. Kommen wir mal dahin. Die stehen einfach nur. Sieht so aus, ne? Gut. Was ist mit euch? Eine langsame, eine schnelle. Gut. Den Checkpoint hebe ich mir wahrscheinlich noch auf. Oh nee, da ist einer. Ja, dann hole ich mir erst noch die da hinten. Und dann hole ich mir den Checkpoint. So, wie düst du denn hier rum? Na gut. Dann holen wir uns jetzt den wohlverdienten Checkpoint. Da kommen wir sowieso erst später hin, wenn wir die Nitro-Kiste zerdeppert haben. Das stimmt, ich jetzt von früher starten. Ja, das stimmt. Also mit der mega direkten Steuerung. Das ist halt hier mega schwammig. Und halt die Beschleunigung ist von 0 auf 1000 in 2 Sekunden. Jen ist wieder am Singen. Sie wollen singen? Heute ist. Heute ist ganz schön viel Stromberg am Stissel. Machen wir erstmal hier die 3. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht schon zu früh für den Checkpoint ist. Angst vom weißen Hai. Gibt es eigentlich noch, dass die Kinder Wer hat Angst vom schwarzen Mann spielen? Wir haben das doch im Kindergarten gespielt. Da ist noch ein Checkpoint. Dann nehmen wir den jetzt hier mit. Funktioniert denn jetzt wieder? Schwarzer Peter ist dann auch nicht mehr. Oh Gott, da haben sich letztens irgendwelche bei Facebook drüber aufgeregt über das Spiel. Also zu meiner Zeit haben wir das manchmal in der Schule, wie gesagt, mit dem weißen Hai gespielt, aber an schwarzen Mann kann ich mich jetzt spontan nicht erinnern. Okay. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf, Tobi? Hakt immer noch ziemlich rum. Echt? 21, okay. Gut. Ich habe gedacht, du wärst älter als ich. Tut mir leid. So, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder sortieren. Du Jungspund.
Wir haben das die ganze Zeit gespielt. Ich habe mir immer einen schwarz gekleideten Mann vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, für mich war das... Also für mich war es auf jeden Fall kein Schwarzer, so in dem Sinne. Es war für mich irgendwie... Ich glaube, irgendwie sowas wie ein Schornsteinfeger, so. Also hat auch schwarz gekleidet und dreckig. Lag wahrscheinlich daran, dass ich meinen Satz so begonnen habe mit zu meiner Zeit. Das könnte, ja, das könnte hinkommen. Auf den Karten auch immer ein Schornsteinfeger. Was war denn Schwarzer Peter? War das ein Kartenspiel?